Hallo, mein Name ist Caroline und ich möchte euch heute etwas zur klassischen Mechanik erzählen. Dieses Intro-Video und auch das Skript setzt keinerlei Voraussetzungen heraus. Das heißt, ihr könnt hier einsteigen, ohne irgendwie viel dazu gehört zu haben. Um euch am Anfang eine kleine Motivation zu geben, was man denn mit der klassischen Mechanik angehen könnte. Ihr habt bestimmt alle schon mal einen Ball auf den Basketballkorb geworfen oder Billard gespielt und habt euch vielleicht gefragt, wie genau muss ich denn werfen, damit ich den Ball perfekt einloche, oder wie genau ist es denn gut vom Winkel und von der Geschwindigkeit, wie ich die Billardkugeln aufeinander schieße, sodass die dann im richtigen Winkel ins Loch rollen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Gesetze und Erhaltungssätze, die wir jetzt besprechen werden, sind genau die Grundlagen dafür, um solche Berechnungen durchzuführen. Und als allererstes starten möchte ich mit Newtons Axiomen. Die hat Isaac Newton so ungefähr Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt und die sind noch heute gültig, wurden allerdings erweitert von zahlreichen anderen Physikern. Genau, und davon gibt es genau drei Stück. Das erste Axiom besagt, wenn keine Kraft auf einen Körper wirkt, dann verändert der Körper auch seine Bewegung nicht. Also keine Kraft heißt keine Bewegungsänderung. Das heißt so viel wie, wenn ein Körper in Ruhe ist und keine Kräfte auf ihn einwirken, dann verbleibt der Körper auch in Ruhe. Wenn ein Körper in einer gleichförmigen Bewegung ist, also mit konstanter Geschwindigkeit sich in eine Richtung bewegt, dann verbleibt dieser Körper auch in diesem Zustand, bis eine Kraft auf ihn einwirkt. Also sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit selber ändern sich nicht ohne eine Krafteinwirkung. Das zweite Newton'sche Axiom setzt jetzt quasi voraus, wir haben eine Kraft, die auf den Körper wirkt. Wie ändert sich denn nun der Bewegungszustand? Und dazu gibt es ein wichtiges Gesetz. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch merken, das werdet ihr noch öfter brauchen. Das ist F ist gleich M mal A. Dabei ist das F eine Kraft, M ist die Masse und A ist die Beschleunigung. Und da die Kraft und die Beschleunigung gerichtete Größen sind, das heißt, sie haben eine Richtung, in die sie wirken, malen wir darauf Vektorpfeile. Wenn ihr schon mal was zu Vektoren gehört habt oder andere Skripte durchlest zu dem Thema, werdet ihr verstehen, was das bedeutet. Das dritte Axiom ist vielleicht das komplizierteste irgendwie zu verstehen, aber man kann es sich auch recht anschaulich vorstellen. Das besagt, dass wenn ich einen Körper habe, der eine Kraft auf einen anderen Körper auswirkt, dann wirkt gleichzeitig der zweite Körper auch eine Kraft auf Körper 1 aus. Und die ist von der Richtung der ersten Kraft entgegengesetzt, aber vom Betrag, also von der Größe, genau die gleiche. Und das Ganze nennt sich auch Aktio gleich Reaktion. Genau, das sind jetzt so die drei Newton'schen Gesetze. Genau, um das Letzte noch ein bisschen zu vervollständigen, wir haben zwei Körper, Körper 1 und Körper 2. Wenn Körper 1 eine Kraft auf Körper 2 auswirkt, nennen wir sie F1,2, dann wirkt Körper 2 auch eine Kraft auf Körper 1 aus, die vom Betrag, also von der Länge der Pfeile, genau gleich groß ist. Jetzt können wir noch zwei Kräfte anschauen, die sehr wichtig sind. Das eine ist die Gewichtskraft, die nennt man auch FG. Das ist quasi die Kraft, die durch das Gravitationsfeld der Erde auf einen Körper wirkt. Und das ist einfach die Masse mal G, wobei G der sogenannte Ortsfaktor ist. Und G hat einen Betrag von ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Nennt man auch Erdbeschleunigung. Und die zweite Kraft, die vielleicht noch recht wichtig ist in der Mechanik, ist die sogenannte Federkraft.
Das ist einfach k mal Delta x, wobei k eine Federkonstante ist, also die ist abhängig von der Feder oder dem elastischen Körper, den man nutzt. Und Delta x ist die Auslenkung aus der Ruhelage von dieser Feder. Genau, dann kommen wir jetzt zum zweiten größeren Thema, und zwar die Energieerhaltung. Als erstes mal, was ist überhaupt die Energie? Energie kann in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen vorliegen, zum Beispiel als Bewegungsenergie. Die nennen wir auch kinetische Energie, das ist einfach eine andere Namensgebung. Und die Formel dafür ist einfach 1/2 mal die Masse mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Also wenn sich irgendein Körper bewegt, dann hat er quasi eine Energie, weil er sich bewegt. Bewegung kostet Energie. Die zweite wichtige mechanische Energie ist die Höhenenergie. Das ist eine Form der potenziellen Energie, heißt so viel wie, man kann diese Energie mehr oder weniger speichern. Also ich kann irgendwas auf eine hohe Höhe legen und es dort ruhen lassen und damit quasi speichern. Deshalb nennt man das auch potenzielle Energie, weil man das quasi zu jeder Zeit abrufen kann. Das kriegt dann quasi das Subskript POT für potenzielle Energie. Und im Format von Höhenenergie ist das einfach die Masse mal der Ortsfaktor mal die Höhendifferenz zwischen zwei verschiedenen Punkten. Hierbei ist es wichtig, wir können der Höhenenergie jetzt nicht wirklich einen Nullpunkt zuschreiben, weil wir müssten ja quasi dann eine bestimmte Höhe als Nullpunkt setzen. Das heißt, man geht hier meistens einfach von Höhendifferenzen aus zwischen zwei verschiedenen Punkten. Also zum Beispiel die Höhendifferenz zwischen der Tischkante und dem Boden. Genau, und eine weitere wichtige Energieform in der Mechanik ist noch die Spannenergie. Zum Beispiel, wenn man eine Feder hat und die Feder zusammendrückt, dann haben wir eine bestimmte Energie, die wir eben abrufen können, wenn die Feder sich wieder ausdehnt. Genauso, wenn man eine Feder dehnt, zieht sie sich wieder zusammen, wenn man sie loslässt. Und diese Energie kann man durch die Formel 1/2 mal k, die Federkonstante, mal Delta x Quadrat berechnen. Außerdem gibt es natürlich noch sehr viele weitere Energieformen, zum Beispiel chemische Energie. Wenn ihr heute schon irgendwie einen Keks oder sowas gegessen habt oder ein Sandwich, das ist chemische Energie, die ihr auch quasi umwandeln könnt in andere Energieformen. Und dann sind wir jetzt gerade beim Thema, dass Energie immer erhalten ist. Wir können Energie nicht einfach aus dem Nichts produzieren, wir können Energie aber auch nicht loswerden. Das heißt, wenn wir irgendwie davon reden, dass wir elektrische Energie produzieren, dann ist es letztendlich nur eine Umwandlung von einer anderen Energieform in elektrische Energie. Genau. Energie ist immer erhalten. Genau, und das können wir eben ganz, ganz oft nutzen, diesen Energieerhaltungssatz, um irgendwelche Probleme in der klassischen Mechanik zu lösen. Wir können uns einfach zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, einmal Zeitpunkt t, zum Beispiel 5 Sekunden nach irgendwas, und Zeitpunkt t', der irgendwie später ist als Zeitpunkt t, also zum Beispiel 10 Sekunden, nehmen und können zu diesen Zeitpunkten die Energien, die in dem System sind, betrachten. Und in der Summe müssen diese Energien vor dem Zeitpunkt den nach diese, also zum zweiten Zeitpunkt entsprechen, die ich jetzt quasi hier mit so einem Strich zum zweiten Zeitpunkt markiere. Genau, das heißt zum Beispiel, wenn ich diesen Stift habe und ihn fallen lasse, am Anfang hat er eine bestimmte Höhenenergie gegenüber zum Beispiel hier unten und diese Höhenenergie wird eben vollständig in Bewegungsenergie bis hierhin umgesetzt, wenn ich meine Hand hier als Höhe 0 definiere. Genauso kann man zum Beispiel einen Pendel anschauen. Wir haben hier eine Aufhängung und eine Kugel, die quasi hier drumherum schwingt. Wenn ich hier quasi die Höhendifferenz eintrage, dann kann ich bestimmen, weil hier zu dem Zeitpunkt hat die Kugel gar keine Bewegungsenergie mehr am höchsten Punkt, kann ich quasi bestimmen,
welche Bewegungsenergie, also welche Geschwindigkeit diese Kugel hier unten haben würde. Ja, dann wische ich mal kurz die Tafel. So, jetzt kommen wir noch zur dritten wichtigen Größe, die ich noch einführen möchte, und das ist der Impuls. Und wer hätte es gedacht, das ist auch eine Erhaltungsgröße. Genau, der Impuls ist, wenn man sich das vorstellen möchte, so eine Art Stoß, den man vielleicht von einem Körper auf den anderen auswirkt. Und er ist erstmal definiert folgendermaßen. Der Impuls P, das ist das Formelzeichen, ist die Masse mal die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist eine gerichtete Größe und der Impuls ist auch eine gerichtete Größe. Deshalb malen wir wieder Vektorpfeile darüber. Ihr habt vielleicht alle schon mal vom Newton-Pendel gehört. Das ist quasi so ein Pendel, wo mehrere Kugeln dran aufgehängt sind. Und man kann dann eine Kugel so auslenken und auf die anderen quasi losschießen. Und dann wird ihm der Impuls von dieser Kugel auf alle weiteren übertragen und die letzte Kugel fliegt dann hier hinten hoch. Und zwar genauso weit im idealen Fall, wie diese Kugel ausgelenkt war. Genauso kann man zwei Kugeln auslenken, dann fliegen hinten wieder zwei Kugeln weg und so weiter und so fort. Genau, dann kommen wir jetzt zur Impulserhaltung. Hier betrachten wir immer einen Fall, bevor zwei Körper mit einem bestimmten Impuls wechselgewirkt haben und nach einer Wechselwirkung. Wechselwirkung einfach mit WW abgekürzt. Und dann gilt eben auch, dass die Summe der Impulse vor der Wechselwirkung der Summe der Impulse nach der Wechselwirkung entspricht. Zum Beispiel nehmen wir eine kleine Kugel mit Masse M1 und eine große Kugel mit Masse M2. Die fliegen aufeinander zu mit Geschwindigkeit V1 und Geschwindigkeit V2, tauschen dann quasi irgendwie Energie oder irgendwas miteinander auf. Das müssen wir gar nicht verstehen, um diesen Satz anzuwenden. Und nach der Wechselwirkung wollen wir jetzt wissen, wie sich diese Kugeln bewegen. Also Kugel 1 wird sich wahrscheinlich wieder in die andere Richtung bewegen mit Geschwindigkeit V1' und Kugel 2 wird sich auch in die andere Richtung bewegen mit V2'. Die Massen bleiben gleich, weil die jetzt nichts austauschen und mit der Impulserhaltung können wir jetzt quasi ausrechnen, mit welchen Geschwindigkeiten die sich bewegen. Da wir allerdings zwei unbekannte Größen haben, wenn wir das Problem so stellen, müssen wir zusätzlich noch die Energieerhaltung heranziehen. Dann haben wir zwei Gleichungen und können damit dann zwei unbekannte bestimmen. Hierbei ist dann zu beachten, dass das nur gut funktioniert, wenn wir einen elastischen Stoß haben. Das heißt, es wird jetzt keine Energie irgendwie in Verformung oder sonstige Art und Weise hier umgewandelt, die wir nicht mehr als mechanische Energie messen können. Also genau, wenn ihr Energieerhaltung nutzen wollt, lest nochmal genau nach, ob das ein elastischer Stoß ist oder nicht. Als weitere Anwendung von dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, kann man sich dann noch Würfe anschauen. Zum Beispiel der Basketballwurf in den Korb. Wir haben also irgendwie einen Ball, der mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit V0 losgeworfen wird und wir wollen jetzt wissen, wie der fliegt, wo er aufkommt oder sonstiges. Da ist es dann oft sehr, sehr hilfreich, wenn man bestimmte Bewegungsrichtungen trennt. Wir wissen nämlich zum Beispiel, dass auf der Erde im Gravitationsfeld eine Gewichtskraft auf diesen Ball wirkt. Und jetzt können wir quasi sagen, wir nehmen eine X-Richtung und eine Y-Richtung in diesem Bild. Und können dann die Bewegungsrichtungen aufteilen. Und dann haben wir eben in X-Richtung eine gleichförmige Bewegung, also konstante Geschwindigkeit. Und in Y-Richtung haben wir mit dem newtonschen Axiom F gleich mal g eine konstante Beschleunigung.
Und wenn man die Sachen ausnutzt, was man im Skript dann auch sehen kann, wie man damit weiter rechnen kann, können wir dann ganz, ganz viel über Würfe lernen und ausrechnen. Genau, vielleicht noch kurz zu den Limitationen von der klassischen Mechanik. Im Normalfall, bei dem, was wir jetzt hier gemacht haben, haben wir immer nur eigentlich einen Massenpunkt betrachtet. Das heißt, die gesamte Masse, die ein Körper hat, ist irgendwie auf einen einzigen Punkt konzentriert. Ist im Idealfall natürlich nicht so. Wenn ich so einen Ball habe, dann ist die Masse natürlich über den ganzen Ball, über das ganze Volumen verteilt. Genau, da muss man sich dann eventuell überlegen, welche Rolle das spielen könnte und eventuell Rotationsbewegungen oder Sonstiges mit einbeziehen. Außerdem, wenn wir sehr schnelle Geschwindigkeiten haben, müssen wir relativistisch rechnen. Also gerade wenn wir Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit c haben oder wenn wir auf sehr, sehr kleinen Skalen unterwegs sind, dann müssen wir quantenmechanisch rechnen. Das sind so die Limitationen. Aber mit den Sätzen und Größen, die wir hier eingeführt haben, kommen wir schon ganz schön weit. Wie gesagt, wir können hier mit Würfen sehr, sehr viel ausrechnen, was im Skript auch noch weiter ausgeführt ist und wozu es weitere Aufgaben gibt. Und man kann ganz, ganz viel mit Stößen machen und dadurch herausfinden, wie Vor- und Nachwechselwirkungen sich der Impuls verändert. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.